die alte Bundesregierung, die alte GroKo von 2013 bis 2017 war faktisch nichts anderes als eine SPD-Alleinregierung, die seit 2015 vor allem mit dem skandalösen Bruch des Grundgesetzes und dort mit der sicheren Drittstaatenregelung eine unkontrollierte Massenzuwanderung nach Deutschland mit verheerenden Gefahren für den inneren Frieden und unsere Sicherheit ausgelöst hat. Ermöglicht wurde diese verantwortungslose Politik durch Bundeskanzlerin Angela Merkel. CDU und CSU standen 60 Jahre lang für Freiheit, Rechtsstaat und Marktwirtschaft. Angela Merkel hat diese wichtigen Grundsatzpositionen leider zugunsten einer beliebigen, opportunistischen Machtpolitik aufgegeben. Gegen diese Selbstaufgabe der Union haben sich seit einigen Jahren unzählige Mitglieder der CSU im konservativen Aufbruch und gemeinsam mit tausenden Mitgliedern der CDU in der Werteunion zusammengeschlossen. Heute, im Februar 2018, wenden wir uns energisch gegen die von Frau Merkel und Herrn Seehofer geplante Neuauflage der Großen Koalition, die den Marsch in einen SPD-Staat endgültig besiegeln würde. Immer weniger Freiheit, dafür immer neue leistungsfeindliche Umverteilungsgesetze, die Zementierung der Europäischen Schuldenunion, die Verstaatlichung der Kindererziehung, die Fortsetzung der Politik der Massenzuwanderung und eine immer abstrusere Entmündigung der Bürger wären die Folge. Die CSU darf nicht Erfüllungsgehilfe dieser sozialistischen Politik werden. Wir fordern daher alle Abgeordneten der CSU auf, stimmen Sie im Bundestag gegen die Fortsetzung der linken SPD-Politik unter Angela Merkel. 44 Abgeordnete reichen aus, um den Marsch in den SPD-Staat zu stoppen. Wir fordern Sie auf, verraten Sie nicht das Erbe von Franz Josef Strauß. Unsere Wirtschaft ist nicht mehr in Ordnung. In der Zeit, in der ich Finanzminister war, hatten wir eine auf vollen Touren laufende Wirtschaft, hohes Wachstum, gesicherte Vollbeschäftigung, ein ungefährdetes soziales Leistungssystem. Unfähigkeit und sozialistische Politik haben hier gewaltige Schäden angerichtet. Unsere Wirtschaft braucht wieder bessere Erträge und vor allen Dingen braucht sie neues Vertrauen. Deshalb muss Schluss gemacht werden mit der immer stärkeren Bestrafung des Leistungswillens und der Investitionsbereitschaft durch Steuern, Abgaben, bürokratische Schikanen. Schluss mit der dauernden Hetze gegen die soziale Marktwirtschaft. Schluss mit der ewigen Verleumdung unserer Selbstständigen. Schluss mit dem Versuch der ständigen Verdummung unserer Arbeitnehmer durch marxistische Klassenkampfhetze. Schluss mit den ständigen Vorstößen der Linken gegen die Marktwirtschaft, für die Planwirtschaft. Bayern ist und bleibt ein Bollwerk der sozialen Marktwirtschaft. Unsere Politik bleibt an der Wirklichkeit, an der Erfahrung, an der Geschichte, an der Vernunft orientiert. So halten wir es in Bayern, so werden wir es auch in Zukunft tun. Wählen Sie am 15. Oktober die Partei, die persönliche und wirtschaftliche Freiheit und unserer Jugend Chancengerechtigkeit garantiert. Die CSU.